fühle mich schon seit früher Kindheit eng mit dem Charivari verbunden. Ich durfte schon als Kind hinter die Kulissen schauen, weil mein Götti mitgemacht hat am Charivari. Später habe ich selber in verschiedensten Rollen als aktiver Fasnachtler auf der Charivari-Bühne stehen. Ich habe mehrere Jahre jetzt Texte für das Charivari und so ist es dann zur Idee gekommen, dass es nochmal einen Schritt weitergehen könnte. Und darum freue ich mich jetzt sehr fest darauf, die Regie übernehmen vom Gleitwasser Charivari. Die grösste Herausforderung war sicher, das Ensemble zusammenzustellen. Das war so die erste Hürde. Dann die zweite Hürde war sicher, ein Bühnenbild zu kreieren. Und dann ist es weitergegangen mit Texter suchen, das Texterteam zusammenstellen. Und jetzt kommt als nächste grosse Herausforderung und Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich mich wahnsinnig darauf freue und wo ich das Gefühl habe, wir sind gut vorbereitet. Am Charivari 2020 haben wir drei neue Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Das ist sicher eine grosse Veränderung und außergewöhnlich, dass sich das Ensemble so stark verändert. Und nebendran aber dann ein bestehendes Ensemble, das wieder dabei ist. Auch neu wird sein, dass das Bühnenbild nicht mehr ganz die Wichtigkeit wird haben, wie es die letzten Jahre hatte. Es gibt Veränderungen im Texterteam und das Charivari bleibt aber das Charivari. Ich bin sicher, dass wir ein sehr vielseitiges Programm zusammengestellt haben, dass wir tolle Nummern haben, dass es ein toller Jahrgang wird, der die ganze Bandbreite zeigt an Vorfasnacht. Und darum ist es sicher richtig, wenn ihr alle kommt, das Charivari schauen könnt.